Ja, wir laden alle herzlich ein, 2014 hierher zu kommen, nach Schönstadt und vor allem ins Pädagogikzentrum. Und es ist faszinierend schon zu sehen, wie viele Projekte es schon gibt auf der ganzen Welt, die von Frank inspiriert wurden und da schon Arbeit leisten und noch weiterentwickeln wurden. Also es ist richtig spannend, die Informationen da zu bekommen und vielleicht auch Vernetzungen dann schaffen zu können, gerade Schulen sich zu vernetzen. Oder man liest oder hört von einem Projekt und man hat Ideen, das wäre was, was wir in unserem Land so und so umsetzen können. Da können viele Impulse ausgehen von der Presse. Ja, also es ist mir eine Freude, dass fast unser ganzes Team heute Morgen hier vertreten ist. Ich will es mal kurz vorstellen. Pater Raul, ein Chilene, der viel Erfahrung hat am pädagogischen Bereich. Peci Ritter aus Ungarn, extra angereist. Sie hat eine rege Vortragstätigkeit im pädagogischen Bereich, ist Ehepaar Herkommer, sind Schwaben. Gruß an Österreich. Es fehlt natürlich noch der Mann von Ritter, der Solli. Und es fehlt noch ein junges Ehepaar aus Ungarn. Und es fehlt auch Dr. Katrin Keller, die uns berät. Und wir haben auch noch ein erweitertes Team. Aber wir sind jetzt schon mal hier und wir sind froh, dass wir jetzt hier schon mal an diesem Platz sind, wo der Hauptraum von unserem Pädagogikzelt sein wird. Ja? Hier wird eine Ausstellung aufgebaut. Das Symbol von unserem Zelt ist das Rad. Wir haben das übernommen von einer Buchreihe von Peci Ritter. Sie hat als Symbol für die Pädagogik Pater Kentenis das Rad gewählt. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Also, wir haben gedacht und das auch erfahren, dass diese Pädagogik so eine bewegliche, ganz wichtig, dass es immer am Bewegen ist. Und, aber er hat so verschiedene Stützpunkte, was wir auch kennenlernen können und womit wir dann arbeiten können, damit das wirklich in Bewegung bleibt. Also dass das nicht so eine Art Basteln wird, wie wir auch Lehrer und auch Eltern oft das wahrnehmen, mal gelingt das uns oder mal nicht. Und Pater Kentenich hat uns so für 5 Stützpunkte, und das haben wir als 5 Speichern so gedacht, die das erleichtern, dass dieses Rad geht, zum Beispiel Bewegungspädagogik, so Vertrauenspädagogik oder Bindungs- und so weiter. Das werden wir hier zeigen. Und das wird dann natürlich auch ganz praktisch verstehbar, wie das dann funktioniert, damit diese Rad immer von dem ganz kleinen Kindalter bis zum unserem Alter auch helfen kann. Wollen Sie da auch noch einen Satz zu sagen? Ja, und diese Speicher, oder was ist das? Speichen. Haben wir mit Lebensfragen da auch dargestellt. Zum Beispiel dann Bewegungspädagogik, verstehst du mich? Und das Entgegengehen, Motivieren, Fördern, was wir alles dann möchten, damit das sich bewegt. Und dann Vertrauenspädagogik, kann ich mich vertrauen? Und dazu gehört natürlich auch nicht das Anvertrauen nur, das Trauen, Zutrauen und sowas. Oder Bündnispädagogik, gehst du mit mir, Gott? Das ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass ein Vertrauen und ein Bündnis mit Gott entsteht. Bei Bindungspädagogik, wo kann ich mich einwurzeln? Das ist heutzutage eine ganz große Frage, ob und also mein Einwurzel stattfindet. Und Idealpädagogik, wofür gibt es mich? Und also, jetzt möchte ich nicht alles verraten, was alles hier im Zelt ist. Und in diesem, wie heißt das bitte? Nabel. In der Nabel. In der Nabel. Da sind alle die Dinge, die bei den anderen Speichern auch wichtig sind und immer bleiben. Jetzt haben wir feste, freie Charaktere da geschrieben, aber Freiheit, Liebe, Gesellschaft, Freude Atmosphäre. Natürlich, Atmosphäre gehören dazu. Also ich gebe das Wort weiter. Also wir wissen, dass es viele Projekte in der ganzen Welt gibt, die aus der Schönstadtpädagogik entstanden sind. Und wir wollen, dass alle diese Projekte einen Platz hier in unserem Zelt haben.
Und deswegen wollen wir auch alle einladen, dass sie also hierher kommen und dass wir auch diese Projekte kennenlernen, dass wir uns von diesen Projekten bereichern lassen, dass wir von denen lernen und in diesem Sinne auch die Schönstattpädagogik oder die Pädagogik bei den Kindern noch bekannter machen können. Dass da auch Spiele sind und sowas. Ja, wir wollen, dass hier ein Gesamterlebnis wird, dass Kinder spielen, dass Erwachsene lernen, dass wir miteinander reden, dass wir uns Filme anschauen, dass wir mit dem Rad fahren, dass wir die Wissenschaftspädagogik eigentlich live erfahren. Und wir stellen uns vor, die Mitte von unserem Zelt wird also hier in dem Raum sein und da stellen wir uns vor, dass da Pater Kente nicht in der Mitte ist, von dem ist alles ausgegangen. Und ein Dokument, die Initialzündung der Schönstattpädagogik. Wir nennen das gerne die Vorgründungsurkunde, ein Vortrag von 1912. Den wollen wir also auch hier darstellen und was wir hier in die Mitte des Rates geschrieben haben, feste, freie Charaktere, Persönlichkeiten, das stammt eben aus diesem Dokument. Das ist eben die Initialzündung gewesen. Wir denken, es gibt viele pädagogische Strömungen, Montessori und was alles, und die Kenntnispädagogik ist noch nicht in der Fachwelt angekommen. Das wäre auch ein Anliegen, dass da Fachkenntnis etablieren könnte. Und ihr habt in Österreich ja ganz viele an Pädagogik gemacht. Das wisst ihr besser wie alle anderen, wie das geht und was es da an Möglichkeiten gibt. Und wir hoffen, dass Österreich da einen guten Beitrag liefert. Wir sind nämlich ganz glücklich, dass wir hier in den Räumen sein können, wo eigentlich Pädagogik tagtäglich passiert. Ja? Dass wir nämlich in der Marienschule hier am Ort Schönstatt unser Zelt aufbauen können. Und das haben wir also zu verdanken der Schwester Anne-Claire und der Schwester Elvira. Sie leitet das Gymnasium hier und die Schwester Elvira das ist die Realschule. Und da freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit. Das Haus steht zur Verfügung, soweit das geht. Ja. Wir wollen noch viel lernen. Wir sind sehr begierig, ne? Und dieses Rad, das hat uns schon sehr motiviert. Wir sind nämlich immer auf der Suche, wie wir das, was wir von Schönstatt schon machen, wie wir das auch ins Bewusstsein des Kollegiums geben. Und ich glaube, so ein motivierendes Bild, das kann dazu helfen. Wir freuen uns. Wir werden ganz sicher davon lernen. Und wir freuen uns auch, der Vater Kentlich ist ja im Haus gewesen und ihm war das pädagogische Anliegen auch sehr wichtig. Er hat uns das Wort hinterlassen, was uns in diesem Jahr auch besonders wieder motiviert. Dieses Wort, sie ist der große Missionar. Sie hat für uns dazu geschrieben, die große Erzieherin, sie wird Wunderin. Und das ist das Spezifische, die spezifische Sendung Schönstatts pädagogisch formuliert. Und da hoffen wir auch auf die Wunde. Mir ist noch ein kleines Anliegen zu sagen, wie die Struktur von unserem Zelt aussehen soll. Wir wollen das in konzentrischen Kreisen anlegen. Genau, machen wir das mal vor Ort. In der Mitte von unserem Zelt. Und in der Mitte, wie gesagt, die Vorgründungsurkunde, das Initialzündung, das erste Dokument der Pädagogik Schönstatts. Und dann wollen wir Kreise anlegen. Der erste Kreis ist ein Blick in die Vergangenheit. Die hat Pater Kentlich selber Pädagogik angewendet. Das wollen wir mit so ein paar Videospots, wo Einzelne eben von den Erfahrungen erzählen. Ganz lebensmäßig und doch soll da so ein Bild entstehen. Der zweite große Kreis wird dann eine Dokumentation der aktuell funktionierenden Projekte sein. Und das ist ja das Hauptanliegen von den Zelten, die jetzt für 2014 gesammelt werden, dass diese Projekte hier ausgestellt werden. Dazu wird es hier in den Räumen der Schule auch noch Workshops geben. Und dann gibt es einen dritten Kreis, das ist dann der Blick nicht nach heute, sondern nach morgen in die Zukunft. Was sind Visionen? Da wird es dann Chill-Zonen geben, wo man dann zu Gespräch kommt, wo man vielleicht auch was hinterlassen kann, Pinnwände, wo man das weiterentwickelt. Ja? Was sind wir für Visionen? Ihr kennt ja nicht Pädagogik morgen. Ich habe an einer Universität gearbeitet und gesucht, Pädagogik für das ganze Mensch, also nicht nur so Methoden, verschiedene Alternativen und sowas, also das kennt man. Aber alle die zukünftigen Lehrer waren da in
interessiert, also wie die Menschen, also das ganze Menschen irgendwie funktioniert. Also da habe ich ein paar Erkenntnisse nicht gefunden und natürlich verlinkt und so. Also das wirklich hat ein sehr, sehr, sehr breites zu sagen. Und für mich auch als Mutter, wir haben auch 4 Kinder und da habe ich auch allerlei probiert, das und jenes. Und Pater Kentenich hat dazu das meiste getragen. Und dann habe ich das versucht in meinem Chor, wo auch für Eltern sind, also das ist ein einfaches Kirchenchor. Und die Eltern waren ganz, ganz offen und sie wollten das alles lernen. Und so hat das da angefangen und jetzt ganz landesweit. Sozusagen, also sind die Leute neugierig und sind sie offen und die verschiedensten Schichten, also sehr viele Eltern, sehr viele Pädagogen, sehr viele Schulen, Schulkörper und sowas, die sind, wenn die mal zu einem Platz hingehen und da einen Vortrag haben, davon stammt noch ganz bestimmt 5, 6, 7, aber es gibt Orte, wo wir so eine ganze Reihe haben, ja, seit 2 Jahren schon. Und alle, die da mitkommen, da sagen das, also das ist uns nutzbar. Das ist uns nutzbar in der Schule, zu Hause, mit meinem Mann, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit mir selber. Also das denken wir da an. Und so haben wir sehr viele so Gespräche und Vorträge und so lernen wir. Also das ist lernbar, das ist erfahrbar, besonders hier im Zeit.